Ottmar Hitzfeld, Spiel vorbei, 0-0. Jetzt für die Zuschauer, die wollten sich ein bisschen mehr sehen. Für Sie persönlich ist es genug im Titelrennen der Bayern? Ja, wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, oder beide Mannschaften mit hohem Tempo. Zweite Halbzeit war das Spiel sehr zerfahren und dann hatten wir natürlich auch eine Riesenchance durch den Elfmeter und das hätte wahrscheinlich auch die Entscheidung bedeutet und somit müssen wir uns leider nur mit einem Punkt begnügen. Ein Punkt, besser als gar nichts, aber wer schießt in Zukunft die Elfer? Werden wir darüber sprechen. Schon? Ja. Alles klar, danke. Läuft, Axel? Frank Pagelsdorf, ein 0-0 der besseren Art. Sind Sie mit dem Punkt zufrieden oder doch nicht? Und des Spiels hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Wir haben sehr, sehr gute Torchancen aus dem Spielverlauf heraus gehabt. Und von daher gut, denke ich mal, Bayern den glücklichen Punkt geholt. Es fiel auf, dass Sie am Anfang mit 4 Mann hinten in der Linie gespielt haben. Sonst hat der HSV öfter mal mit 3. War das ein bisschen zu viel Respekt vor den Bayern? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Damit hatten wir die Möglichkeit, immer über die Außenposition Druck zu machen, was sie sehr gut gemacht haben. Gerade Ingo Hertscher in der ersten Halbzeit und Andreas Fischer über die rechte Seite. Ein Wort zu Ihrem Torwart? Ja, gut, meiner hat natürlich den Elfmeter sensationell gehalten, aber es gab etliche Situationen für uns, wo ich gedacht habe, dass wir dort einen größeren Vorteil durch erzielen. Danke. Ja, man hat doch den Frank Pagelsdorf angesehen. Er hat schon ein bisschen gelitten bei diesem Spiel. Die Hamburger bedanken sich bei ihren Fans. Enttäuscht war im Grunde keiner. Das haben wir gehört von beiden Trainern. Und wir sehen jetzt gleich bestimmt noch mal ein paar frisch geföhnte Moderatoren mit heißen Analysen. Bleiben Sie dran. Das war Fußball im Live-Ran. Ein Erlebnis mit Bex. Viel Spaß beim Live-Ran. Background wünscht Ihnen TD1. Der HSV verabschiedet sich von seinen Fans, aber die Bayern wieder auf dem Gipfel. Ein 0-0 in Hamburg im Spitzenspiel reicht, um in der Bundesliga wieder Spitze zu sein. Wir sind nochmal im Volksparkstadion. Auch wenn es ein Spiel ohne Tore war, gibt es doch noch einigen Klärungsbedarf. War ein gutes 0-0? Es war recht gutes 0-0, ja. Oder? Schon, oder? Doch, schon Spaß gemacht. Ja. Wir können uns mal die Szene des Spiels angucken. Das war in der 68. Spielminute. Das Foul von Panadic gegen Matthäus. Wir können uns nicht einigen, war er im Strafraum oder nicht? Also wir haben es bei 20 Mal uns angeschaut. Und ich glaube, dass der erste Kontakt, der rechte Spann gegen Lothar Matthäus jetzt vor der Linie war und durch die Wucht vom Lothar rutschte in den Strafraum rein. Aber es ist ja eh wurscht. Der bringt ihn nicht rein. Denn Hans-Jörg Butt in klasse Manier. Wir hatten es hier wohl mit der Angst des Schützen vor dem Elfmeter zu tun. Dann natürlich der Hans-Jörg Butt als Elfmeterschütze den Vorteil, dass er von der Bewegung her, wie Stefan Effenberg sich die letzten zwei, drei Schritte zum Ball dreht und einteilt, genau weiß, dieser Elfmeter kann nur in seine rechte Ecke gehen. Hören da wir ist doch er einigen anderen ein bisschen voraus. Hören wir doch mal, was die beiden dazu zu sagen haben. Sowohl Stefan Effenberg als auch Jörg Butt. Stefan Effenberg, ist denn der Hans-Jörg Butt so gut, dass man dem überhaupt keinen mehr reinbringen kann? Ja, schon ein guter Torwart, aber ich glaube, der Elfmeter war auch nicht so gut geschossen. Sehr dankbar für den Torwart. Ich glaube, wenn ich ihn flach schieße, geht er rein. Glaube ich, doch ein verdientes Unentschieden. Selbstbewusstsein des Jörg Butt bei den Elfmetern ist natürlich schon mittlerweile, ich sag mal, fast eine kuriose Geschichte der Bundesliga. 7 selbst geschossen, 3 gegen sich gehabt und alle 3 gehalten. Heute gegen Effenberg. Wussten Sie, wohin er schießt? Ja, sonst wäre ich ja nicht in die rechte Ecke gesprungen. Vorher nicht. Also da habe ich mich beim Schuss entschieden. Und irgendwo gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und das hatte ich heute auf meiner Seite. Also wirklich Hamburger dieses Spiels, können wir hinterher sagen. Ein paar Worte zur Leistung von Stefan Effenberg? Nee, lieber nicht. Ich würde sagen, lieber ein paar Worte mehr zu Jens Jeremis, der für mich der überragende Spieler auf dem Feld war. Zu dem kommen wir später. Schauen wir uns erst noch mal ein paar andere Highlights an, denn es hätten hier Tore fallen können. Wäre kein Problem gewesen. Der Hamburger Sportverein hatte Riesenchancen. Zum Beispiel in der 61. Minute, als Scholl den Ball gegen Präger vertändelt. Und so ein Mann wie Yeboah
kann den reinmachen. Das war allerdings die einzige richtige Chance, die Ento Yeboah in den 90 Minuten hatte. Da ganz dickes Lob in Richtung Thomas Linke. Er hat ganz hervorragend gegen Yeboah gespielt. Also Hochachtung vor dieser Leistung. Ganz leichte Rücklage bei Yeboah, aber trotzdem, das hat er schon besser gemacht, hat er schon 7 Treffer in dieser Saison erzielt. Nächste Chance, besonders in der Schlussphase ging es dann wirklich hoch her. Da wurde es nochmal richtig dramatisch, 84. Minute und der Auftritt des Iraners Mehdi Madavikia, herrlich in Szene gesetzt von Yeboah. Und da haben wir Jens Jeremies, jetzt kannst du ihn über den grünen Klee loben, aber nicht nur für die Szene nehme ich an. Na, das war eigentlich so, tja, das i-Tüpfelchen auf seine brillante Leistung. Wir haben ja auch über die 90 Minuten relativ wenig von Cardoso gesehen. Auch da hat er ganz hervorragend gespielt, tolle Leistung gebracht, also für mich der Spieler des Tages. Der Roy Präger hat hinterher noch an dem Pfosten geschlagen und gerade Roy Präger hatte in der ersten Halbzeit eine Riesengelegenheit. Schon da hätte es eigentlich klingeln können. Wir wollen mal hören, was er vor dem Mikrofon von Rainer Bartels dazu zu sagen hat. HSV hätte auch in Führung gehen können. Sie sind sogar in Führung gegangen, war bloß ein Abseitstor. Aus Ihrer Sicht auch Abseits? Also ich wusste gleich, damit ich kein Abseits war, weil ich laufe los, als wer schon den Ball längst geschlagen hat. Und gut, was soll ich jetzt eigentlich machen? Meine Güte, das ist nochmal passiert. Ist schon öfter passiert, damit wir ohne Grund Abseits geben wurde. Und ja gut, können wir nichts machen. Sauer auf Herrn Heinemann? Nö, ach, Herr Heinemann kann ja nichts dafür. Ich sag mal, der Linienrichter hebt ja die Fahne. Aber im Endeffekt, meine Güte, das passiert nochmal im Fußball. Ich sag mal, ich habe ja trotzdem eine Chance gehabt. Wenn ich ein bisschen abgebrühter bin vor der Kiste, mache ich das 1-0. Das ist alles unwichtig. Wenn ich ein bisschen abgebrüdert bin. Das ist Roy Präger. Das ist wunderbar. Und das Schöne am Fußball ist ja, wenn man was hat, worüber man hinterher diskutieren kann. Und ich würde doch gerne noch mal in den Raum stellen, war es denn eine gelbe Karte für Lothar Matthäus, die er da 3 Minuten vor Schluss der Partie bekommen hat? Wir schauen uns doch das noch mal an. Gegen Mehdi Madavikia. Paul, was hast du? Ich würde eher sagen, es war eine rote Karte. Also ich hätte mal Schiedsrichter hier eine rote Karte gegeben. Man kann das bezeichnen als Tätlichkeit, als grobe Unsportlichkeit, egal wie. Es war keine Notbremse im herkömmlichen Sinn, weil er nicht absolut letzter Mann war. Aber er hat damit möglicherweise eine 100%ige Torschuss vereitelt und ich hätte ihm rot gegeben. Weil der Linke war noch hinten, der hätte vielleicht noch hinlaufen können. Aber das Paul weiß, Breitner das wusste wäre aber der Lothar ein Glück, dass er nicht Schiedsrichter ist. Er wäre nein, strenger. Aber der Lothar wusste nicht, dass Thomas Linke noch hinter ihm ist und er ist bewusst auf ihn losgegangen, um ihn am Weiterlaufen zu halten. Alles in allem ein erfolgreicher Sonntag aus Münchner Sicht. 4 Punkte gab es nämlich. Das sagen die 60er nicht. 0-0 hier beim HSV gegen Bayern. Unterhaching hat zu Hause heute am früheren Abend 1-0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen durch ein Elfmetertor von Altin. Wir schauen auf die Tabelle, die sich daraus ergibt. Bayern München ist wieder vorne. Jetzt punktgleich mit Bayer Leverkusen. Der nächste Gipfel steht an am Mittwochabend im Münchner Olympiastadion. Bayern gegen Leverkusen, der HSV 5 Punkte dahinter. Durchaus noch in Lauerstellung. Da die Löwen verloren haben, mussten sie Platz 4 an Bremen hergeben. Und wir schauen in die hintere Tabellenhälfte. Was ist denn aus Unterhaching und Frankfurt geworden? Beide halten ihre Plätze. Die Hachinger jetzt mit 23 Zählern ganz beachtlich auf Platz 13. Da ist durchaus noch Kontakt nach oben drin. Für Frankfurt hat sich an der düsteren Situation kaum etwas verändert. Ich würde vorschlagen, wir machen an dieser Stelle noch mal eine kurze Pause. Es gibt noch einige Sachen, die wir besprechen können. Wir wollen Ihnen auch noch den Fuchs dieses Spieltages vorstellen und möglicherweise auch noch über die Spieler des Tages von heute Abend reden. Und außerdem geht es ja auch noch um die Frage, wer hat denn bitte schön 10.000 Mark gewonnen in unserem Spielchen Run and Win. Also bis gleich, wenn Sie mögen. Null-Null, weil Jörg Butt den Elfer von Stefan Effenberg hält. Es wäre anders gekommen, wäre es nach dem Willen von Paulo Sergio gegangen. Paulo, können Sie Elfmeter schießen? Ja, ich wollte schießen, aber Effenberg hat Selbstvertrauen. Aber das könnte passieren. Jetzt man muss das nächste Spiel gegen Leverkusen konzentrieren. Schießen Sie dann den Elfmeter? Ja, nächstes Mal schieße ich. Okay, danke dir. Bitte. Paulo Sergio bei Uli Köhler. So, eines müssen wir noch klären. Wer hat denn 10.000 Mark gewonnen? Bei Run and Win hatten wir Sie gefragt, wo hat Franz Beckenbauer seine Karriere ausklingen lassen? Es war nicht die Metrostars New York, sondern es war der Hamburger Sportverein. Gewonnen hat Werner Gorski aus Edemissen bei Peine. Und ansonsten gibt es noch ein paar andere Preise. Die zeigen wir Ihnen gleich, welche das sind. Und ob Sie gewonnen haben, kriegen Sie dann an anderer Stelle gesagt. Ja.
Erster Preis, satte 10.000 Mark in bar von der Süddeutschen Klassenlotterie. Und wieder ein glücklicher Gewinner. SKL, das Millionenspiel. Zweiter Preis, die Home Theater Anlage von Panasonic und Technix. Als wären sie live dabei. Dritter Preis vom TV Spielfilm, das Jahresabo und die PlayStation mit dem Gran Turismo 2 Game. TV Spielfilm, Ihre TV-Zeitschrift mit dem Sportprogramm. Vierter bis 13. Preis, eines von 10 Extra-Packs von TD1. Mobil telefonieren, komplett mit Handy und Extra-Card von TD1. So, Paul, wir haben übrigens ziemlich Schwein gehabt, dass das hier 0:0 ausging zwischen dem HSV und Bayern München. Keiner von uns beiden ist der Depp. Er hatte auf den Bayern-Sieg getippt, ich auf den des HSV. 0:0 ist ausgegangen, schiedlich, friedlich, alles wunderbar. Wir sehen übrigens beide Teams schon sehr schnell wieder. Den HSV am Dienstag ab 22.15 Uhr bei RAN, denn es gibt eine englische Woche. Zu Gast bei Schalke 04 und Bayern München dann im nächsten Gipfel. Auch 22.15 Uhr, Mittwochabend in der Partie gegen Bayer Leverkusen zu Hause im Olympiastadion. Und mir bleibt noch der Fuchs des Spieltags, Andrzej Juskowiak, für eine mögliche Wiederauferstehung gestern gegen den CSV 1860 München. Tja, und nachdem es auch von Maradona nichts mehr Neues gibt, war es das für heute, oder? Ich denke schon. Gut. Servus, wieder schauen. Moin, moin. Tschüss. Come on. Andrzej Juskowiak, bester Offensivspieler auf dem Platz. Ich habe gestern meiner Tochter versprochen, dass ich ein Tor heute mache und ich musste das einfach machen. Oh yeah, I'm gonna be a fan. So keep on running.